Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schon mal wieder eine Runde vom Lego City Undercover, wo wir uns den T-Rex holen werden. Oh, wie auch immer der im Skelett noch leben kann, aber dann werden wir uns so aus der Nagel reißen, bis wir damit durch die Stadt marschieren. Und ja, seht einfach selbst. Viel Spaß. Warum nicht? So. Oh oh. Leute, ich sollte jetzt einen Weg gehen. Ah, okay. Fährt in eine andere Richtung. Nochmal Schwein gehabt hier. Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Was haben wir hier? Hallo? Auch nicht. Hier hänge ich fest. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Kann ich da raufklettern oder? Nö, anscheinend nicht. Ja, dann muss ich wohl nochmal mich umgucken hier. Was wir hier noch alles machen können. Was machst du da? Aha. Okay, er ist einfach in die Luft geflogen. Perfekt. Oder muss ich noch irgendwas hier drin machen? Tja. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe mich jetzt einmal so ein bisschen informiert. Die Maus brauche ich ja, glaube ich, gar nicht, ne? Das Ding kann ich kaputt machen. Ich habe da gar nicht dran gedacht, Leute. Weißt du, dann steht man hier, denkst du so, ja geil, man kommt hier schön weiter. Dann steht man hier, kommt aber nicht weiter. Und dann denkt man die ganze Zeit halt hier, ich habe hier dieses, hallo? Na, ich komme nicht raus. Nein, nehmen wir mal den Räuber, das passt glaube ich hier am besten. Ich dachte, ich muss das da benutzen, um das da anzuschließen. Ich zeige, wie das sieht auf dem Bildschirm, das macht so gar keinen Sinn. Um dann hier quasi was zu machen. Aber nein, ich muss das kaputt schlagen. An sowas denke ich manchmal gar nicht. Aber okay, naja, wir haben es ja dann noch irgendwie herausgefunden. Das können wir auch kaputt schlagen. Können wir wieder was draufbauen? Was ist denn das? Ah ja. Ah. Klasse. So schön, dass meine. Ach nee, die sind noch da. Die wollte ich nämlich gerade weg. Und jetzt ist das Tor offen. Gut. Und das können wir jetzt hier anbringen. Okay, so war das dann also gedacht. Gut, ich bin nicht so schlau, was sowas anbelangt. Das wird sich nie ändern. So, zack, zack, zack. Soll ich wahrscheinlich hier oben hin. So, dann können wir mal weiter. So, Landwirt wieder. Zack. Gut, dann müssen wir mal wieder hier ein bisschen gucken, was wir hier machen können. Das können wir kaputt schlagen, das können wir kaputt schlagen. Wir können wieder was zusammenbauen. Okay, ein Farbwechsler. Ah, das soll wieder hier unten hin. Hier. Okay, da einmal rein da. Ja, genauso funktioniert ein Museum. Das kann also einfach einen Schlüssel machen, den wir dann hier reinstecken. Guck mal, jetzt macht das alles wieder Sinn. So, einmal auf und das bringt dann einen Superstein. Das war alles. Ich dachte, das geht noch weiter. So, wo soll die denn hin? Einmal nach hier vorne. Ah, hier auf die grüne Platte. Okay, warte, dann legen wir die da mal hin und bauen mal unser Kunstwerk zu Ende hier, weil das irgendwie unfällig ist. Lecker Öl. Super Bau. Gelber Teufel. Okay, da bauen wir mal einen gelben Teufel. Ja, ganz genau. Das hat auch Sprit und kann fliegen. Perfekt. Als wenn das alles noch so funktioniert, ey. Sollst du so im echten Museum, musst du mal sowas bringen. So. Und dann wollen wir an Bord gehen hier. Ah, ein paar Münzen. Okay, das ist auch schon der Teil der Mission hier. Weil sonst hätten wir nämlich nicht diesen Missionsbalken. Früher habe ich auch richtig viel Lego-Spiele gespielt. Mit meinem Bruder zusammen, meinem großen Bruder, als wir. Ja. Früher waren wir noch viel jünger und. Oh. Soll ich da rein? Anscheinend schon. Das hat immer ultra viel Spaß gemacht, das sowas zu machen, ne? Ich habe das einfach geliebt. Die Sau-Spiele zu spielen. Und wir hatten immer so eine Münzen quasi gehabt, sondern das waren so eine gelben Punkte oder so und die kann man quasi einlösen, um quasi zu sagen, ja, ich darf jetzt eine Stunde am PC spielen. Heutzutage ist das natürlich egal. Heute kann ich so lange spielen, wie ich will. Dreht, um den Luftstrom zu aktivieren. Und mit dem Grün auf, sobald das Licht grün ist. Kann ich hier jetzt durch? Ah ja, okay. Ah, Spiel mit Knochen, warum nicht?
So, was haben wir denn hier? Ein großes Ei. Ui. Ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Na toll. Das T-Rex-Exponat ist noch gar nicht aufgebaut. Ich besorg mir besser ein paar Supersteine. Genau so ist der Brontosaurus wohl entstanden. Hm. Na super, ich dachte, das wäre der da unten gewesen, aber der war es wohl nicht. So, okay, ich muss irgendwie Supersteine finden. Genau. Ich brauche 30.000 und ich habe 11.000. Aha. Aha. Was haben wir hier? Zack. Erstmal auf Spurensuche gehen, wieder hier da. Hier rum, dann nach links und dann haben wir auch schon was gefunden. Was finden wir denn da? Aha. Aha. Okay, warum auch nicht. Gut, dann gehen wir mal nach da drüben. Das müsste vielleicht ein Zielpunkt sein. Oh, die habe ich jetzt weggepackt. Habe ich sie noch? Ja. Ach, die lebt ja sogar noch. Ups. Wie war das noch? Ich komme da nicht rein. Ah. Ja. Oh, guck mal hier. Das ist das, was wir brauchen. Achso. Zack. Da können wir mal wieder was in die Luft jagen. Ich habe zuerst gedacht, der Tyrannosaurus Rex wäre das hier in der Mitte gewesen. Aber das ist nicht der richtige, weil Tyrannosaurus Rex hat ja nicht so kurze Arme, nicht so lange Arme. Okay, irgendwo nach unten, also okay. Ach, das ist immer so ein Spaß, weil die immer so weit weg sind, die Routen. Dann läuft man immer so lange. Okay, es geht doch nicht runter. Komm, jetzt muss ich wieder nach oben gehen. Was war das für ein Geräusch? Wiu, wiu, wiu. Können wir das zusammenbauen? Okay, einen Bogenschützen. Ja, weiß nicht, was mir das bringen soll. Ach, wenn ich da wahrscheinlich raufgetreten bin, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab das jetzt nicht das, was ich wollte. Ah, okay. Guck mal, wir müssen die... Das Logo, glaube ich, brauchen wir. Das war ein Superstein. Okay, jetzt haben wir schon mal einen guten Fortschritt gemacht. Also wird das wahrscheinlich auch echt so ein rätselmäßig so versteckt sein. Ja, dann müssen wir nochmal nach dem zweiten suchen. Der muss ja auch irgendwo sein. Was leuchtet denn da so? Aha, nee, das ist es nicht, was ich suche. Das hatten wir schon einmal gedrückt hier, glaube ich, ne? Das war jetzt nicht so hilfreich. Gehen wir mal hier oben weiter. Hier waren wir schon überall drin. Also hier ist auch nichts mehr. Ja, Volltreffer. Yeah. Da ist er. Bam. Super, okay, da war der. Super. Gut, da können wir jetzt den T-Rex bauen. Komisch, dass der noch nicht existiert. Zack. Okay, da war das Ding. So, bauen, J, zack. Da kommt das geile Stück. Yeah. Der natürlich lebt als Skelette, warum nicht? Geil, ich kann den T-Rex reiten. Yeah, Baby. Ah, geil. Yeah. Geil. Erstmal schön T-Rex klauen, warum nicht? Und der erlebt auch noch als Skelett. Ups. Also Heiden Panik eigentlich verursachen sowas. Yo. Ja, alles klar. Ich lehne mich mal zurück. Oh, jetzt. Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Winnie. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber du bist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja. Total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Ja, wird schon schief gehen. Geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Ja. Irgendwas Großes vor sich. Ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Boom. Hey Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du mein Geld schon gefunden?
Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Ja, glaube ich. Ich bin ziemlich sicher. Rex ist die Nummer 1. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Ja. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Ja, ich würde es auch so machen. Böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Ja, ja, machen wir mal. So, einmal abliefern bitte. So. Warum nicht mal so ein T-Rex einfach hier? Der lebt vor allem auch noch. Ja, yeah, perfekt. Zack. So, ich bin nochmal weg. Tschüss. Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ja, wir haben es abgeliefert. Noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Ja. Super geil. Jetzt müssen wir noch zur Feuerwehr am Festival Square. Aber das würde ich sagen, Leute, machen wir wirklich in einer nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen oder der Folgenmarathon eigentlich. Das sind jetzt 2 Stunden gewesen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, Freunde, wenn es wieder heißt, hey, ich werde unterbrochen. Ich habe gute Nachrichten. Ja. Was gibt es denn? Ich wurde befördert. Oh! Moment. Krass. Sheriff Huckleberry, ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah, ui. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Ja, das Übliche. Ja. Ja. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Damit du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt. Wow. Ja, wow. Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Ja, ja. Nachdem ich es abgeliefert habe, wird es sich mit Rex treffen. Ja. Und ich folge ja. ihm. Genau, so machen wir das. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Bis später. Hey. Tschüss. Ende. Ja, tschüss. So, also nochmal. Also wenn euch diese Folgen hier oder der Folgenmarathon, die Folge allgemein gefallen haben, dann lasst euch gerne eine gute Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Freunde. Habt ihr noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.